ja, dann nehmen wir ihn in die Mangel, Olli. Ja, genau. Olli, auf den Spruch nehmen wir ihn in die Mangel. Also wie war das mit Hamburg? Achtung, dein Bier. Wow, jetzt bist du dran. Viel, ne? Oh Gott. Kann man dich als Bauchtanzstripper buchen? Ja. Aber das kostet, kostet, oder? Kostet, aber mach ich. Ja, Ali verhandelt. Was ist ein guter Witz, um Mädels ins Bett zu kriegen? Mitschreiben. Bist du so drauf eigentlich überhaupt? So ein Groupie? Nee. Bist du ein Groupie-Ficker? Beruflicher Groupie-Ficker? Bist du ein Groupie-Ficker? Oh Gott! Groupie-Ficker? Das war ich normal, ne? So effort. Aber der Oliver zum Beispiel sagt nicht nein. Oh. Nett über Bann gespielt. Nein, aber du hast ja gesagt, One-Night-Stand ist super. Würdest du das auch sagen? Ich meine, dass wenn das einer machen will, dann soll das mal, aber ich denke... Er soll dich damit in Ruhe lassen. Aber ich finde, wenn man jemanden liebt, dann ist Sex richtig schön. Wann spielst du Winnetou in Bad Segeberg? Wow, wer war das? Wer hat das gestellt? Aber das war jetzt im Kollektiv. Diese Frage kriegt eine Freikarte. Ja, wer war? Trägst du dein Schamhaar auch offen? Schamhaar offen? Du meinst, ich hab hier Haare? Ich hab's nicht gefragt. Ich hab auch mir noch keine Gedanken drüber gemacht, über dein Schamhaar. Es steht hier. Nein, und jetzt denke ich gerade nach. Ich, mein Gott, hat er Schamhaar? Nein. Oder ist er so wie die türkischen Frauen und macht alles weg? Ich sag immer, Ratsch, weg. Unten, oder bin, ich, unten bin ich Nazi, Klatze. Also ich meine richtig. Ja? Ja, alles weg. Also nicht alles weg. Es ist, Hast du auch schwarze Fußnägel? Nein, hab ich nicht. Hast du selber nicht auch schöne Füße, wenn du so auf schöne Frauenfüße stehst? Ja, ich habe gepflegte meine Männerfüße. Und hast du auch schöne Füße, Olli? Kann man nicht sehen, ist gerade ein Nutella drauf. Der war mal gut. Ich bin zurecht und ich dachte, hoffentlich kommt die Frage heute. Was heißt das? Du bist in Steinbock wie ich, ne? Doppelter, ja. Wie viel der Januar? 19. 19. Also, boah, gerade noch Männer so, ne? Ja, fast der Wassermann. Hätte es schief gehen können. Zeit zu gehen, habe ich als Frau festgestellt. Ihr wollt doch noch in irgendeiner Form männlich rüberkommen. Männer reden nicht über diese blöden Tierkreiszeichen. Nachdem wir den Teller auf unsere Füße geschmiert haben und ich Nagellack habe. Ja. Was willst das du eigentlich? Ist wo soll die Reise hingehen? Und lustig, nicht ins Tierreich. Oh mein Gott. Was würdest du tun, wenn dir die Haare ausfallen? Dann übernehme ich Alis Job. Was machst du da? Er riecht nach Pfirsich. Konzentriere dich. Bitte riech doch mal einmal. Was ich rieche nicht an seinen Haaren. Ich habe Nagellack und Nutella auf. Ich rieche dich jetzt auch noch an seinen Haaren. Es sind doch nicht die Haare, sondern es ist sein Aftershave. Also sein... Du benutzt... Riech mal. Riech mal. Conditioner. Bist du mein Fettschwanz? Fuck. Ja, du hast angefangen damit. Das ist nicht Pfirsich. Wollen die Mädchen eigentlich die Haare nicht immer flechten? Die wollen immer flechten, ja. Und ist es so, wenn Frauen so wie ich jetzt in deinen Haaren rumkrabbeln, nicht so eklig, wie wenn man schwangeren Frauen immer die Hand auf den Bauch legt? Aber das ist wirklich, guck mal, wie schön das ist. Hatte mir nicht... Soll ich euch was sagen? Hast du alles mit was? Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ob ich euch heirate, ich könnte Rapunzel, Rapunzel. Könnte mich nicht entscheiden. Freundel dein Haar. Pippi Langstrümpfe. Nächster Bierdeckel. Machst du manchmal, ey, machst du dir manchmal einen Dutt? Dutt. Ah ja, das weiß ich, so ein Dutt. Dutt kennst so ein, du. So ein Dutt. Ja, so ein machst du das manchmal? Das mache ich nur wie zu Hause. Wie Kohl-Liesels Töchter? Nee, so richtig Dutt kann ich gar nicht. Ich und? Kann nur so, ich kann nur so, ich habe ja, hab Gummi dabei. Nee? Ach. Boah, ihr Hamburger, echt. Denn hier ist deine Kufstadt. Ihr Hamburger, echt. Ja, ja, ja. Weißt du, was ja heißt? Bei uns heißt es, leck mich am Arsch, ja, ja, ja. So mache ich das. Aber, ach so, so ein Dutt, so ein... Ah, verstehe, das ist ja schon wieder der männliche... Hot Dog! Ja! Das wäre jetzt gerade voll bei euch in die Presse, jetzt fällt vorbei. Das wäre krank. Wenn einfach so unter dem Ding da steht, ja, 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 puff, puff, puff. Ich hab die Zentrum übernommen, alle, mach sie, Gefangene, nimm die Gefangene, schenk die Chor, gib ihnen Waffen und dann greifen wir an! Mein Name ist Kriegerland, Kämpfe den Ukrainer. Oh, 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 oh. Hey! Komm, Müller, das wär geil, auf nach Bremen! Und jeder Stadt, wo sie kommen, und der Türke mit dem Mumpsen und der Frau, die das Elfwort benutzt. Entschuldigung. Ich kann nicht mehr.
Nee, das liegt daran, es ist jetzt wahrscheinlich so spät. Ich nehme immer Integrationstabletten, aber die funktionieren. Ab einer gewissen Uhrzeit ist vorbei. Das Bärchen habe ich jetzt da unten gerutscht. Entschuldigung.